Wollen Sie heute noch was Gutes tun? Dann unterstützen Sie den 12-jährigen Steven und seine Geschwister. Ihr Vater hat einen Gehirntumor und wird nicht mehr lange leben. Es ist Zeit für die Landesschau Rheinland-Pfalz live aus Mainz. Herzlich willkommen. Familie Göbel aus Hüttlingen bei Lahr in der Eifel geht es wirtschaftlich nicht schlecht. Die Kinder sind kerngesund und dennoch bitten wir heute um Ihre Unterstützung für diese Familie. Die SWR Kinderhilfsaktion Herzenssache hilft kranken, behinderten oder auch sozial benachteiligten Kindern. Wir haben Ihnen in der Vergangenheit ja schon einige Schicksale gezeigt. Und auch Familie Göbel hat ein besonderes Schicksal. Der Vater ist unheilbar an Krebs erkrankt. Er wollte aus verständlichen Gründen nicht gefilmt werden. Dafür hat sich sein Sohn Steven bereit erklärt, uns seine ganz persönliche Sicht der Dinge zu erklären. Kindern helfen, deren Eltern an Krebs erkrankt ist, hat bestimmt unsere Unterstützung verdient. Das Projekt heißt Papillon. Der Verein von Betroffenen für Betroffene ist der Träger. Den Link zu Herzenssache mit allen Projekten und dem Spendenkonto finden Sie auf unserer Internetseite. Was der Weihnachtsmann in der Weihnachtszeit macht, das ist ja klar. Arbeiten, also vor allem Geschenke verteilen und das im Akkord. Er hat ja nur wenige Wochen im Jahr zu tun. Was der Weihnachtsmann den Rest des Jahres so treibt, das bleibt meist ein Geheimnis. Beim Weihnachtsmann im pfälzischen Oberotterbach ist das ein bisschen anders. Er gewährt auch mal Einblicke ins Weihnachtsmann-Privatleben. Noch vor dem nächsten PISA-Besuch geht es dieses Wochenende für den Weihnachtsmann erstmal richtig zur Sache. Familie Schwinter aus Hinterweidenthal in der Pfalz hat seit ein paar Monaten neue Freunde. Eine ganze Familie Biberratten oder Nutria, wie die Tiere auch heißen. Jeden Tag besuchen, beobachten und füttern die Schwinters ihre tierischen Freunde. Doch jetzt gab es ein schreckliches Wiedersehen. Eines der Tiere ist auf sehr üble Art und Weise getötet worden. Wenn Sie vor ungefähr einer Woche etwas Verdächtiges im Waschtal bei Hinterweidenthal beobachtet haben, dann können Sie sich bei der Kriminalpolizei in Pirmasens oder bei der Polizei in Dahn melden. Luis ist erst ein paar Tage alt, aber er und seine Familie haben in den letzten Monaten viel durchgemacht. Die Familie ist aus Albanien geflohen. Luis' Mami ist nur eine von vielen schwangeren Frauen, die gerade auf der Flucht sind oder es waren. Um diesen Frauen diese doppelt schwere Zeit etwas zu erleichtern, kümmert sich Hebamme Kerstin Kramer aus Speyer um sie. Sie geht in die Erstaufnahmeeinrichtungen, berät dort die Frauen und versorgt die frisch geborenen Säuglinge. Die ehrenamtliche Hebammen-Sprechstunde finanziert sich überwiegend über Spenden. Mit dem Geld werden Säuglingserstausstattungen gekauft, aber auch die notwendigen Übersetzerinnen bezahlt. Wenn Sie die Hebammen aus Speyer unterstützen wollen, Sie finden das Spendenkonto auf unserer Internetseite. Momentan leuchten viele Lichter im Advent. In Hermeskeil leuchteten gestern Abend noch ein paar mehr, aber aus einem ganz anderen Grund. Die Rheinland-Pfalz-Notizen. Am Sonntag, zweiten Advent, da dürfen wir das zweite Kerzlein anzünden. Und passend dazu kommen wir jetzt in unserem Gut zu wissen mit dem Thema Weihnachtsschmuck. Möglichst viel Lichter im und ums Haus herum, das scheint ja die Devise von immer mehr Rheinland-Pfälzern zu sein. Grundsätzlich ja nichts gegen einzuwenden. Oder vielleicht doch? Muss ich mir das gefallen lassen, wenn alle Nachbarn um mich herum Lichtverschmutzung betreiben? Hier kriegen Sie Antworten. Wie lange die Weihnachtslichter nun leuchten dürfen und welche Deko im Treppenhaus eines Mietshauses erlaubt ist, das und weitere Infos aus unserem Gut zu wissen finden Sie unter landesschau-rp.de. Sonnenaufgang über der Rheinebene. Dieses schöne Bild hat uns Manfred Born geschickt. Er hat es heute Morgen in Ibbesheim aufgenommen mit Blick in Richtung Südpfalz. So viel Sonne sah man andernorts im Land den ganzen Tag nicht. Vom Winter ist immer noch nichts zu spüren. Wetterreporterin Katrin Illich war bei milden Temperaturen in Rheinhessen unterwegs. Wissen Sie, was Schüttgutanbackungen sind? Das erfahren Sie gleich in unserem heutigen Hierzuland. Es geht nach Waldlaubersheim. Das liegt in der Nähe von Bingen und Bad Kreuznach an der A61. Ursprünglich war der Ort mit den rund 800 Einwohnern nur bekannt für seinen Wein. Heute kennen den Ortsnamen viele Menschen in aller Welt wegen der innovativen Industrieprodukte, die dort hergestellt und verkauft werden. Feldborn heißt eine Straße mitten im Industriegebiet. Keine Straße zum Wohnen. Nette Vorgärten und Dekorationen suchen Sie da vergeblich.
Dass Weihnachten naht, merken Sie auch an unserem Veranstaltungskalender. Eine Weihnachtsgala und ein klassisches Weihnachtsballett stehen an. Aber daneben gibt es auch noch ein paar Veranstaltungen, die ganz ohne Klingglöckchen auskommen. Und sozusagen als Nikolausgeschenk haben wir heute wieder Freikarten für Sie. Für eine Veranstaltung, die gleichzeitig zum Lachen und zum Nachdenken anregt. Ja, so ist es. Matthias Riechling live zu erleben, das lohnt sich bestimmt. Freikarten bekommen Sie mit etwas Glück jetzt unter der 0185 929 139. Oder Sie schauen mal auf unsere Facebook-Seite, da können Sie nämlich auch gewinnen. Apropos Kabarettist, ich habe gleich einen zu Gast im Studio. Aber Sascha Gutzeit aus Hillesheim in der Eifel ist noch viel mehr. Krimi-Autor, Musiker, Schauspieler, Komponist. Derzeit tourt er mit seinem aktuellen Programm Weihnachten mit Kommissar Engelmann durch Deutschland und durch die Schweiz. Und dabei macht er auch in Rheinland-Pfalz Station. Und ich freue mich, dass er gleich hier bei mir zu Gast ist. Und heute treffen Sascha Gutzeit und die Landesschau Rheinland-Pfalz aufeinander. Herzlich willkommen. Dankeschön. Wenn Kommissar Engelmann und Weihnachten aufeinandertreffen, dann ist es wahrscheinlich ganz schnell vorbei mit der besinnlichen Weihnachtszeit. Und wahrscheinlich im Zweifelsfall eine Leiche, ein Mord oder irgendwie sowas. Eine Leiche und ein entführter LKW und es viel Schnee. Sie machen eine Leseshow mit Betonung auf Show. Also Sie singen, Sie haben Requisiten dabei. Warum? War eine reine Lesung? War Ihnen das zu langweilig? Wie weit stehen denn da Sascha Gutzeit und der Engelmann gleichzeitig auf der Bühne? Was haben Sie von... Schnelle Autoverfolgungsjagden sind schön langsam. Und deswegen auch noch ein Telefon mit der Wählscheibe, genau, und kein Handy. Genau, und ohne Handy und keine digital animierten Explosionen, sondern es ist alles ganz gemächlich. Und das habe ich mit dem Engelmann gemein und deswegen kann ich mich da auch... Passt ja dann gar nicht in die Weihnachtszeit, weil auch wenn die Weihnachtszeit entschleunigt sein sollte, letztendlich ist es ja doch die stressigste Zeit im Jahr, oder? Wie ist das bei Ihnen? Ach, ich freue mich eigentlich sehr. Adventszeit mag ich sehr. Mhm. Wie wird denn Weihnachten in Hillesheim gefeiert? Sie wohnen ja seit einiger Zeit in Hillesheim. Ja. Sie wollten unbedingt dorthin. Das ist ja auch die Krimi-Hauptstadt in Rheinland-Pfalz. Mhm. Hat es sich gelohnt, dass Sie umgezogen sind? Oh ja. Eulen nach Athen tragen, halt noch ein Krimi-Autor dort? Ja, es war eigentlich gar nicht so, es hatte gar keine beruflichen Gründe, dass wir da hingegangen sind, sondern wir hatten Freunde da, ich kenne die Gegend und haben jetzt noch mehr Freunde und eine ganz liebe Nacht. Sie schreiben dort auch besser, haben Sie es gerade schon gesagt, Sie sind auf Lesereise, also es ist gar nicht so beschaulich, Ihr Advent, Sie sind am 10.12. in Hillesheim selbst. Mhm. Wie ist das, wenn man da auftritt, wo man zu Hause ist? Ist es ein Heimspiel, geht man da lockerer hin oder ist man eigentlich nervöser? Sind Sie nervöser, weil eben die lieben Freunde vielleicht ein bisschen kritischer zugucken? Am 19. in Ludwigshafen, am 20. in Bienenscheid, dann zwischen auch mal außerhalb von Rheinland-Pfalz, Sie haben überall Leute, die Sie kennen. Wie machen Sie? Pläne haben Sie fürs nächste Jahr? Neues Zusammentreffen mit dem Kommissar Engelmann war ein reiner Glücksfall. Von vorn bis hin. Ja, so ist es gekommen und so geht es jetzt weiter. Und solange ich nicht das Gefühl habe, es läuft sich tot und es bleibt für mich auch aufregend und spannend. Dann machen Sie. Ja, und Ihnen wünsche ich auch jetzt schon ein schönes, entschleunigtes zweites Adventswochenende und gebe ab an die Nachrichten mit den neuesten Meldungen aus Rheinland-Pfalz. Bis dann. Tschüss. Ja.